Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, der Callcenter-Crusher mit dem Juli-Schnipseln, die einzeln nicht genug für ein eigenes Video hergaben, aber dennoch zu schade waren, einfach nur gelöscht zu werden. Den Anfang macht die russische Spezialeinheit mit dem Einzelkämpfer Tyson. Viel Spaß mit den Schnipseln, die wie immer nach dem Intro beginnen. Auf geht's! Hallo? Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Hier spricht Tyson. Wer spricht da? Mike Tyson? Nein, nicht Mike Tyson. Entschuldigung. Ich rufe wegen Ihrer Registrierung an. Ja, und wer sind Sie? Ah ja. Tyson. Wie bitte nochmal? Motto Tyson. Können Sie das mal buchstabieren, Ihren Namen? Motto Herr Eisen? Herr Eisen. Eisen wie das Metall? Ja, ich rufe wegen Ihrer Registrierung an, um klar zu machen, wie es funktioniert. Ja, dann machen Sie mal klar. Erinnern Sie sich? Nö. Erinnern Sie sich? Ihre Anmeldung, Ihre heutige Anmeldung, ich beobachte, dass heute haben Sie Ihre Daten hinterlassen bei uns, bei unserem Handelsprojekt. Ich habe meine Daten auf mehreren Seiten hinterlassen. Welches ist jetzt Ihre? Mehreren Seiten. Genau. Welches ist jetzt Ihr Projekt? Unser Projekt heißt Bitcoiner. Bitcoiner. Und Ihre Webseite dazu heißt? Nein, nicht Bitcoiner. Nicht Bitcoiner. Ach, gerade haben Sie doch gesagt Bitcoiner. Haben Sie gerade gesagt. Kennen Sie Ihr eigenes Projekt nicht? Erinnern Sie sich? Kennen Sie Ihr eigenes Projekt nicht? Erinnern Sie Ihre Anmeldung? Kennen Sie Ihr eigenes Projekt nicht, habe ich gefragt. Ich erinnere sich. Ich ja gut, welches war denn jetzt Ihr Projekt? Wie heißt Ihr Projekt bitte? Können Sie bitte sagen, wie heißt Ihr Projekt und Ihre Webseite? Schreien Sie bitte mir nicht. Ich schreie überhaupt nicht. Hey Russe! Ich schreie überhaupt nicht. Ich kann nicht mit Ihnen weiterreden. Ja, weil du ein dummer Betrüger bist, genau. Oh, russische Spätznatz, eh? So, fertig. Jo, Tag. Hey, guten Tag. Ich rufe ihn wieder zurück. Wieder zurück? Haben wir schon mal telefoniert? Ja. Sie haben telefoniert am Sonntag Abend. Mit wem? Ich weiß nicht, weil ich habe es nicht antwortet. Wen haben Sie? Wer sind Sie und was wollen Sie jetzt? Ich wollte nicht, es war eine Konzentrieren Sie sich mal. Wie bitte? Sie soll sich konzentrieren. Ja, weil ich spreche, mein Deutsch ist sehr schwach. Es ist nicht existent. Was wollen Sie denn? Ja. Wer sind Sie und was wollen Sie? Ich wollte nicht, ich wollte wissen, dass Sie wollen etwas von uns. Ich bin ein, ich arbeite in ein... Konzentrieren Sie sich! Wer sind Sie und was wollen Sie? Also. Bitte? Jo, Tag. Ja, schönen guten Tag, Hermann am Apparat. Ich kontaktiere Sie, weil Sie sich vor kurzem auf unserer Handelsplattform angemeldet haben. Ja, das kann ja sein. Ich weiß ja nicht, welches Ihre Handelsplattform ist. Wie bitte nochmal? Ich weiß ja nicht, welches Ihre Handelsplattform ist. General. Das ist der ATS von uns. General? Genau. Nö, sagt mir nichts. General? Der General ist doch bei der Bundeswehr.
Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Hier spricht Anne Hansen von Monitoringsabteilung von Europäischer Haupthandelszentrum. Spreche ich mit Herrn Jürgensmann? Ja. So, Herr Jürgensmann, also Sie haben auf unserer Finanzplattform angemeldet, das stimmt, ja? Ich weiß ja gar nicht, welches Ihre Finanzplattform ist. So, das ist Monitoringsabteilung Europäische Haupthandelszentrum. Wo ist denn das europäische Haupthandelszentrum? Schon zu viel. Hallo? 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 Wer ist da? Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Losmann? Ja? Vivian Beck spricht am Apparat. Hören Sie mich gut? So einigermaßen, ja. Herr Losmann, mein Name ist Vivian Beck. Kontaktiere ich Sie wegen Ihrer Anmeldung gerade. Es geht um Online-Handel, wo Sie die Daten niedergelassen haben, ja? Gerade eben? Ihnen, Schritt. Jawohl. Nee, Daten wurde bei mir weitergeleitet. Aha, okay. Weil gerade eben habe ich mich nicht angemeldet. Sie sind doch. Wie lange ich schon her? Das war irgendwann heute Vormittag. Nee, noch länger. So 2-3 Stunden. Ach so, okay. E-Mail-Adresse werde ich auch überprüfen, wo die Sicherheit, was Sie eingegeben haben, die lautet ludger.lossmann@gmail.com. Aktuell? Das ist aktuell, ja. Gut. Herr Lossmann, ich bin dafür zuständig für die Damen, damit Sie alle startbereit zu bekommen, um Handel zu beginnen. Ja, werde ich Ihnen gerne Schritt für Schritt dabei begleiten. Sind Sie bereit? Ja. Und sie ist zu doof zum Telefonieren. Hallo? Hallo? Hallo, hier Losmann. Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie. Hallo? Was? Ja, Sie haben so schnell aufgelegt. Ich habe gar nicht aufgelegt. Ich habe gar nicht aufgelegt. Die Verbindung war okay. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie eine so schlechte Telefonverbindung haben? Höre ich das erste Mal, dass ich so schwache Verbindung habe. So ja, von wo aus rufen Sie denn an? Aus Österreich an. Ah. Aus Österreich. Sie sind eine österreichische Firma? Und? Jawohl. Okay. Haben Sie was dagegen, dass ich aus Österreich anrufe, aus Salzburg? Nö, ich wollte es halt nur wissen. Gerne. Ja, los mal, wollte ich mich kurz informieren. Haben Sie schon den Anruf erhalten? Sind Sie schon informiert, wie das alles funktioniert? Nein. Die Gelegenheit? Noch nicht, ja? Dann machen wir so. Ich könnte auch gerne ein E-Mail senden, auch ja, mit dem allgemeinen Infos. Werde ich auch kurz. Und das können Sie mir nicht erklären, wenn ich Sie doch schon am Telefon habe? Gerne. Dann erklären Sie mal. Ich hatte auch einen Termin, deswegen, jawohl. Bin gleich dabei, auch Ihre E-Mail zu. Nee, Sie sollen es mir erklären. Ich habe Sie doch gerade am Telefon. Ja, los, Mann. Ich werde ich Reportfolio ausfüllen. Erstmal sagen Hallo, Sie mir bitte, wie alt sind. Hallo, haben Sie meine Frage verstanden? Ja, habe ich. Wieso reden Sie so bei mir? Ja, weil ich habe mehrfach die Frage gestellt und Sie gehen gar nicht auf meine Frage ein. Ich würde erklären, aber sagen Sie mir erstmal, wie alt sind Sie, weil unter 18 darf man nicht handeln. Oh, ich bin schon weit über 18. Ich bin schon volljährig. Sie
notiere Sie mir bitte dann die Geburtsdatum. Was? Mein Geburtsdatum? Wozu brauchen Sie das? Ich bin schon... Jawohl. Ja, ich bin 58. Ich glaube Ihnen nicht, wie alt sind Sie, deswegen. Das ist nicht mein Problem, wenn Sie mir nicht glauben. Ja? Kürgös. Ha, ein Eunuche. Hallo, wir sind die Support-Abteilung für Blockchain in Europa. Wir informieren Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen Ihre Kryptowährungswallet vorübergehend gesperrt haben. Ihre aktuellen Kryptowährungsgelder werden bis zu Ihrer Überprüfung aufbewahrt und gesichert. Unser Support-Büro erklärt Ihnen, wie Sie mit der Freigabe von Geldern vorgehen und eine mögliche Auszahlung vornehmen können. Für mehr Informationen drücken Sie die 1-Taste, wenn Sie in der Vergangenheit negative Erfahrungen im Online-Handel gemacht haben. Sie werden so schnell wie möglich von einem unserer Vertreter kontaktiert. Drücken Sie die Taste 2, um die Nachricht abzuhören. Vielen Dank und guten Tag. Ja? Hallo, dieser Anruf wird von der FCA bereitgestellt. Sind Sie Opfer von Online-Handel geworden? Ihr Konto ist gesperrt und Sie können keine Auszahlungen vornehmen. Holen Sie sich die Hilfe, die Sie benötigen, von den Fachleuten, die Sie durch das Verfahren führen, um einen Termin zu vereinbaren, um weitere Informationen zu erhalten. Drücken Sie 1. Ja? Ja, hallo, schönen guten Tag, hören Sie mich? Wer ist denn da? Herr Bergmann, genau. Wer ist denn da? Mein Name ist Annette Novak und ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie Ihre Daten in unserem Projekt hinterlassen haben. In welchem Projekt? Im Projekt Bitcoin. Bitcoin? Genau. Okay. Und was wollen Sie jetzt genau? Noch einmal bitte? Hören Sie schlecht? Was wollen Sie jetzt? Was meinen Sie damit? Was wollen Sie jetzt? Weswegen rufen Sie an? Ich möchte erzählen Ihnen, wie alles funktioniert und helfe Ihnen aktivieren Ihre Handelskonto. Ja, dann erzählen Sie mal. Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Stefan Meyer? Ja, wer ist da bitte? Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung zur Online-Handel an. Erinnern Sie sich daran? Ja, die Frage war, wer da ist. Die Frage war zu schwer. Tja. Hat man das denn ein bisschen gehört, was ich gesagt Hallo? Habe? Hallo? Hallo? Ja? Hallo, grüß Gott, schönen guten Tag, Herr Losmann. Christian Baum am Apparat. Alles gut bei Ihnen? Ja? Freut mich. Also, ich melde mich von SafeCrown Unternehmen wegen... Von was? Online-Investition. Wie bitte? Von welchem Unternehmen? Von SafeCrown Unternehmen. Also, wir sind ein Unternehmen, das machen Vorhersageprognosen und Analysen über die... Hallo? Merkel-Online. Ja? Können Sie mal versuchen, Deutsch zu sprechen? Ich verstehe Sie kaum. Deutsch, das ist Deutsch ist eine Sprache. Deutsch ist eine Sprache, die Sie nicht sprechen. Okay. Können Sie bitte versuchen, Deutsch zu sprechen? Ja, natürlich. Was haben Sie nicht verstanden, bitte? Ja, alles, was Sie gesagt haben. Sie sprechen so komisch. Moment, bitte. Mein Name ist... Ja, es wäre nett, wenn Sie mich zukünftig ausreden lassen würden. Ja, okay. Ja, bitte. Sag mir. Ja, nicht sagen Sie mir. Wir sind nicht per Du. So, jetzt wiederholen Sie das Ganze nochmal. Verständlich bitte. Achso, super. Mein Name ist Christian Baum. Ich melde mich von SafeCrown Unternehmen. Und ich rufe Sie an wegen Ihrer... Ah ja.
Auffangstation für gescheiterte Betrügerexistenzen. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo? Hallo, guten Tag. Hallo, ich höre Sie sehr schlecht. Reden Sie bitte mal ein bisschen lauter. Es geht um Ihre Anmeldung wegen Kryptowährung. Ja? Und weswegen rufen Sie da jetzt an? Ja, wie sehen Sie denn, Sie haben Interesse, richtig? Bitte, ich verstehe Sie schlecht. Sie reden sehr undeutlich. Hallo. Guten Morgen, guten Tag, Herr Müxmüller. Hier ist Eva Hansen von der Handelsplattform. Sie haben sich bei uns angemeldet, ja? Auf Gasprofit-App. Ja, das habe ich, ja. Sehr gut, Herr Müxmüller. Und wenn Sie Interesse haben an der Finanzmarkt, ja? Ich werde gerne alles erklären, wie es funktioniert. Entschuldigung, ich habe einen Sprachfehler. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Kein Problem. Herr Müxmüller, wollen Sie mit Minimum anfangen, mit 250 Euro? Ich weiß ja gar nicht, wie das Minimum ist. Schauen Sie, einziges, was Sie brauchen, ist nur ein aktives Handelskonto mit Minimum 250 Euro. Da Sie können auf dem Finanzmarkt entweder mit Kryptowährungen, mit Rohstoffen oder mit Aktien handeln. Und Sie bekommen auch von unserer Seite fachexpertische Hilfe. Ja. Oh, die können schon wieder nicht telefonieren. Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Stefan Mehr. Wer ist denn da bitte? Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für meinen Handel an. Erinnern Sie sich daran? Nee, wer ist denn da bitte? Hallo? 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 Hello, Thomas. Good afternoon. This is Julia speaking. How are you? What? Do you speak English? What? Nee, ich esse keinen Fisch, nee. Thomas, do you speak English? Ich esse keinen Fisch, auch keinen engen Fisch. No English. Nee, ich esse keinen Fisch, habe ich doch nur schon gesagt. Hello, how are you? Was? Ich bin Deutsch. Ich bin Deutsch. Sprechen Sie bitte Deutsch. Norddeutsch. Englisch. Doch, richtig. Norddeutsch. Genau. Norddeutsch. Ich bin Norddeutsch. Okay. Okay. Bye. Thank you for your time. Bye. Das war's schon. Hallo? Guten Tag, ich bin Thomas Müller. Darf ich ganz kurz mit Richard Siebeneiner sprechen? Ja, das bin ich. Okay, also eigentlich, ich rufe Sie, ehrlich zu sein, von den Finanzbörse. Ich bin der Kontomanager und hatte ein paar Fragen, falls das für Sie nicht schwer ist. Ich wollte einfach ein paar Fragen stellen, sicherstellen, dass Sie eigentlich bei uns sind, also bei unserer Firma. Sozusagen Ihre Daten habe ich jetzt vor mir liegen, eigentlich im Büro. Und eigentlich, das ist der Grund, warum ich Sie erreiche. Haben Sie ganz kurze Zeit für ein kleines Gespräch? Ja, habe ich. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das ist natürlich sehr nett, dass Sie Ihre Zeit mir auch geben. Ich werde eigentlich sofort sagen und ganz kurz. Herr Richard, Herr Siebeneicher. Siebeneicher, korrekt. Sie haben sozusagen, Sie hatten die Interesse bei der Onlinehandel und sozusagen, Sie wollten den Online-Konto aktivieren. Aber Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie bei anderen Firma es gemacht haben. Ich wollte erstmal nachfragen, wie es bei anderen Firma gelaufen ist und ob Sie noch unsere Firma brauchen. Ich weiß ja gar nicht, welches Ihre Firma ist. Das haben Sie gar nicht gesagt.
Finanzbörse, also. Ja, Finanzbörse ist ja keine Firma. Genau. Ja, ist keine Firma. Wie heißt Ihre Firma? Immediate NextScan. Ah, das, die kenne ich ja gar nicht. Haben Sie eine Webseite? Genau, aber natürlich gibt es hier auch die Webseite. Ja, können Sie das die mal buchstabieren, bitte? Natürlich. Ja. Notieren Sie jetzt. Ja. Es ist ja I wie Ida. Ja. M wie Mumumu. Mumumu? Vertreter des Unternehmens Interbrokers. Sie haben sich bei unserer Werbung registriert. Das geht um Onlinehandlung. Alles richtig? Ja, das weiß ich ja nicht, wo es geht. Ich kenne Sie ja gar nicht. So, ich bin eine Kontomanagerin. Ich habe Ihre Daten bekommen von unserer Werbung. Ja. Und welche Werbung war das? Interessieren Sie sich hier um Kryptowährungen? Ich habe gerade gefragt, welche Währung war das? Ich sehe ganz jetzt eine Sekunde, bitte. Ich muss gucken. Ja, Bitcoin Code. Ah ja, okay. Und welches war jetzt Ihre Webseite? Noch einmal bitte. Haben Sie jemanden, der Deutsch versteht? Ja, ich verstehe Deutsch ganz gut. Ja, warum fragen Sie danach? Warum fragen Sie danach? Weil die Verbindung ist schlecht. Nee, ja, die Verbindung ist hervorragend. Die Verbindung ist hervorragend. Welches war jetzt Ihre Webseite? Meine Unternehmen heißt Interbrokers. Nein, ich habe gefragt, welches Ihre Webseite war. Sie müssen genau zuhören. Also auf die das Details kommt es an. Warum Sie sprechen in demselben Ton mit mir? Ich spreche in demselben Ton, in dem ich immer rede. Ich habe keinen anderen Ton. Ich kann Sie jetzt ganz kurz alles erklären, ja? Das ist kein Problem. Ja, zuerst einmal so, möchte ich gerne Ihre Webseite wissen. Wie schreibt sich die? www. Ich kann Sie ganz jetzt einen Link senden, ja? Nein, ich Sie sollten mir das nennen. Sie müssen genau zuhören. Buchstabieren Sie mir bitte Ihre Webseite. Sie müssen mich hören. Das ist nicht normal, dass Sie sprechen mit mir in demselben Ton. Ich habe nur den einen Ton. Wollen Sie jetzt bitte Ihre Webseite buchstabieren oder nicht? Offenbar wollte sie es nicht. Ja? Hallo. Hallo Thomas, Sven Weber hier. Es geht um Ihre Kapitalrückzahlung. Haben Sie gerade einen Moment? Wer spricht da bitte? Der Herr Weber von der Recover Solutions. Ja, und wen wollen Sie genau sprechen? Den Thomas. Ja, kennen wir uns, dass Sie mich duzen? Ja, halbwegs. Aber ich habe hier einen Voll auf meinem Computer. Ja, das mag durchaus sein, aber ich denke nicht, dass wir zusammen im Kindergarten gespielt haben, dass Sie mich beim Vornamen nennen dürfen. Stört Sie das? Natürlich. In Deutschland wird man beim Nachnamen angesprochen. Okay, Thomas. Nicht das geht ja nicht. Nee. Das ist lustig. Ja, ist sehr lustig. Ja, okay. Also, wie gesagt, wenn Sie meine Unterstützung nicht brauchen. Ich weiß ja gar nicht, wie Sie mich unterstützen wollen. Wenn Sie mir noch nicht mal meinen Nachnamen sagen können, dann bin ich mir unsicher, ob Sie wissen, mit wem Sie telefonieren. Ja, Ihren Nachnamen kann man ja kaum aussprechen. Ach so, Also sind Sie nicht so gut in der deutschen Sprache? Der sieht mir nicht deutsch aus. Ja, dann versuchen Sie es auch einfach mal. Sie müssen ja nur die Buchstaben aneinander reihen. Nee, Thomas, das geht nicht. Das geht nicht. Ich glaube, wir bleiben lieber bei Thomas. Nein, bleiben wir nicht. Doch. Nein, nein, nein. Doch, Thomas. Doch, nein. Doch. Nein, nein. Doch. Nein, doch, nein, nein, nein. Doch. Nein, nein, nein. Das waren also die Juli-Schnipsel mit Betrügern, die nicht mal Buchstaben aneinander reihen können, um einen deutschen Namen vorzulesen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß mit den seltsamen Gestalten, die ja alle unser Bestes wollen. Unser Geld.
Ab jetzt sammle ich für die Augustaufgabe der Scammer-Schnipsel. Danke, dass ihr euch das Video angetan habt. Bleibt neugierig und aufmerksam. Tschüss, bis zum Sonntagsvideo, sagt euch euer Callcenter-Crusher.